Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine neue Verheißung, wie wir schon so viele gehabt haben. Aber es geht weiter, bis wir 365 haben. Ich bin übrigens sehr überrascht, wie viele Verheißungen es im Wort gibt. Es gibt übrigens viel mehr wie 365. Aber es ist gut, wenn wir jeden Tag eine Verheißung haben. Und heute haben wir eine aus Matthäus 10, Vers 32. Und da heißt es, wer sich zu mir bekennt, zu wem? Zu Jesus. Vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Die Frage ist, wie können wir das machen, ganz praktisch? Heute gibt es ganz viele Religionen. Nehmen wir mal zum Beispiel Muslime. Sie haben kein Problem damit, sich zu bekennen. Sagen, ich bin Muslim und glaube an Allah. Und viele Christen schämen sich einfach. Sie wollen sich irgendwie nicht vor ihren Retter bekennen. Ist das so ein großes Problem? Und ich glaube, dieses Wort möchte uns auch einfach sagen, dass wir uns bekennen können vor Jesus oder dass wir sagen, Jesus ist unser Retter, ohne uns zu schämen, einfach offen das zu machen. Und vor allem der Name Jesu hat ja Kraft. Und wenn wir das tun, wirst du sehen, was du daraus nehmen kannst. Ich wünsche dir, dass du es begreifst, dass du verstehst, was ich damit meine oder was das Wort Gottes meint oder was ich versuche zu erklären, denn wenn du das tust, wirst du auch wirklich diese Kraft sehen, die da in diesem Wort ist. Ich wünsche dir für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.